Such. Alter. Komm her hier, los. Hier sind wir. Verrecke. So. Da haben wir die Armbrust. Ja, sie ist es. Mir sieht die fett aus. Richtig geil. Cool. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Das finden wir mächtig gut. Sogar ein Explosivbolzen, okay. Ein explosiver Sprengstoff für die Qualarmbrust, der in die Luft geht, sobald sich Gegner nähern. Er kann am Boden, an Wände und sogar an Gegner platziert werden. Nice! Dann wollen wir den doch mal ausrüsten mit Quellbolzen herstellen. Strike, um ausgewählte Bolzen herzustellen. Okay, wir schauen mal. Alles klar. Ja, das sind Explosive, das sind normale und mit R können wir wechseln. Sind wir voll? Dann wechseln wir zurück. Sind wir voll? Und dich legen wir doch mal gekonnt auf die 2. So, ich darf nicht vergessen, wir haben noch Spritzen. Haha. Ich hätte gar nicht so oft verrecken müssen. Wir haben zumindest noch eine. Auf der 4. Kirby, merk es dir. Auf der 4. Wir wollen doch mal schauen. Ja, sieht doch nice aus. Und können wir den Bolzen so auch wechseln? Jawohl, können wir. So, wir nehmen natürlich erstmal normale. Obwohl, wir haben Beil. Reicht auch erstmal. Ach, wie gerne würde ich jetzt wieder zurücklaufen und speichern. Hebel benutzen. Alter, was? Was für ein kranker Scheiß. Naja. Hätte uns aber den Arsch retten können. Hätten wir das vorher gesehen. Ich will den öffnen. Okay. Sag mal, ist unser Glückstag oder was? Das heißt doch nichts Gutes. Wir haben die Schrotflinte gefunden. Alles klar. Dann rüsten wir die doch auch gleich mal aus. Auf die 3. Hat 4 Schuss momentan. Auch in Ordnung. Okay, hier ist eine Falle. Langsam. Ich habe keine Lust, die auszulösen. So. Und weg ist der Sprengsatz. Haben wir hier noch irgendwas? Flasche? Tür? Wieder ein Hebel? Wieder für da, alles klar. Dann schauen wir uns doch nochmal hier um. Licht aus, ich weiß nämlich nicht, ob die Viecher... von unserem Licht angelockt werden. Okay, hier könnten wir uns verstecken natürlich wieder. Da ist nämlich Besuch. Wie erwartet. So, Miststück. So, jetzt wollen wir doch mal schauen hier.
Nice, nice. Nur das Zielen ist nicht der Hit. Hier kann er... steh wieder auf. Na, kommst du? Kommst du her? Oh, wieso haben wir denn nicht getroffen? Geht doch. So, untersuchen. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Nein. Nein, alles nur nicht das. Ob wir seine abnehmen können? Ich glaub's ja wohl nicht. Verdammt. Entweder müssen wir den Dicken hier hochlocken oder wir müssen ihn irgendwie besiegen. Irgendwo höre ich doch hier was. Aber wo? Über uns. Da oben im Turm. Alles klar. Wir gehen erstmal hier rein. Der Hebel hat leider nichts gemacht. Moin. Weg ist der Kopf. Nein! Hat uns ausgetrickst! Jetzt brennt er. Okay, jetzt ziehen wir uns dann doch mal einen rein. Oh, was ist denn hier los? Das gibt's doch nicht. Munition alle? Nein? Ja. Komm, 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 komm. Was ist denn das Grüne da gewesen? So, brenn. Nehmen wir. Oh, was war das? Ah, okay. Zum Aufsammeln selber. So, jetzt haben wir unsere ganze Munition wieder verballert. Sehr gut, Kirby. Das ist wieder Intelligenz hoch 10. Aber ich sehe es ja ein. Haben wir jetzt irgendwo noch Moon drauf? Nee, ne? Doch, hier haben wir noch die Explosivdinger. Wir können nochmal schauen, ob wir noch welche herstellen können. Wechsel. Jawohl, können wir noch. Haben wir zwei von? Haben wir zwei von. Okay. Wir nehmen erstmal die. Also ich will
Ich weiß nicht, warum ich bei den Explosiven so sparsam sein will. Okay, Munition für unseren Revolver. Jawohl, können wir auch unbedingt gebrauchen. Sonst nichts. Ach, nur eine Flasche. Nein, wollten wir nicht aufnehmen. Für unser Schrotgewehr, sehr gut. Hier haben wir noch eine Tür. Wir wechseln. Wollen wir da durch? Nein. Wollen wir nicht. Verdammt. Wie war das Rauskommen hier noch? Ach Mann. Das war schon das letzte Mal so, dass ich nicht wusste, wie wir rauskommen. Ich schaue nochmal eben. Nein, das ist der Wechsel. Das war unser Menü. Mit C war es, genau. Alter! Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Bitte! Die Zeit drängt! Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Bitte was? Eins fällt mir gerade noch ein. Option, ich wollte mal ein bisschen lauter machen. Ich werde auch in der Nachbearbeitung diesmal ein wenig mehr... Na... Hallo? So rum. Darauf achten, dass ich es noch ein wenig höher gestellt kriege. Nehmen. Die große Spritze in diesem Erste-Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit in großem Umfang wieder her. Allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Nice. So, kommen wir da jetzt irgendwie hoch? Benutzen. Wollen wir nicht. Wir haben uns das schon angehört. Alter, wir müssen doch da irgendwie hochkommen. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. So, keine Ahnung, wie wir da hochkommen sollen. Geht anscheinend nicht. Wir brauchen die Kettensäge. Ich dachte, da oben wäre einer drin, aber anscheinend doch nicht. So, dann wollen wir doch mal nach unten.
Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was der Professor gesagt hat. Verdammt. Weil ich aufs Tonband geachtet habe. Können wir nochmal mit dem quatschen? Ich glaube nicht, oder? Das hätten wir ja jetzt schon irgendwie gesehen. Auf jeden Fall habe ich mich mega erschrocken. Ne, er ist auch weg. Okay, dann... verschwinden wir auch von hier. Und raus. Ich hoffe, ohne Überraschung. Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir den Turm natürlich noch hoch. Da. Nein. Fette Sache. Wo kommen die denn alle her? Was haben wir da? Okay. Wieso sind das auf einmal wieder so viele? Drei. Hallo, kommst du da raus? Hochklettern. Der ist eh so blöd, der läuft uns vor. Wieso sind das denn auf einmal wieder so viele? Was haben wir denn da? Ein Blendbolzen. Ein Sprengkopf für die Armbrust, der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Okay, nicht schlecht. Hat sich also doch noch gelohnt hier hoch. Auch wenn das mächtig viele gerade sind wieder. Da haben wir einen, zwei, der unter uns noch war, drei... Also da. Einer da. Einer da oben. Also drei zählen wir auf jeden Fall. Problem ist, ich will natürlich das Blendding nur für eine Gruppe benutzen und nicht für einzelne. Aber er scheint auch ziemlich blöde zu sein. Er hängt in der Grube fest. Doch nicht. Scheiße. Haben wir welche vergessen anzuzünden? Eigentlich nicht. Aber wer weiß. So in unserem Eifer, im Gefecht, das hätte gut sein können. Ich hätte mal... Kann ich das auch hier oben erledigen? Nochmal wegen Bolzen schauen. Wir setzen uns die auf die 4. Wir ziehen uns davon gleich nochmal was rein. So, welchen Bolzen haben wir jetzt? Da, da haben wir... Jetzt muss ich selber erstmal schauen. Das ist der normale. Von dem normalen hätte ich gerne 2 auf jeden Fall. So, und das war's. Wir brauchen erst Teile wieder. Angeblich haben wir fast... Oh Gott. Mann, auf der Schwierigkeitsstufe ist das echt rar hier. Ist ja Wahnsinn. Gefühlt zig Teile vorgefunden und in Wirklichkeit für ein paar Bolzen nur.
Na raus da, los. Wie, wir haben keine Streichhölzer mehr. Alter. Nee, wir haben keine Streichhölzer mehr. Ich glaub's nicht. Ich will nicht gerade, wo wir noch welche hatten.